Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Soul Psycho. Ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir befinden uns in Phasmophobia und heute befinden wir uns in Point Hope und ich zeige euch das Geheimnis hinter Point Hope. Ich habe eine Stunde gebraucht, um alles zu finden. Deswegen dachte ich mir, okay, ich nehme euch das Ganze einfach sozusagen mit der Lösung nochmal auf. Wir spielen danach natürlich die Runde zu Ende. Alles, was du mitnehmen musst, ist im Grunde die UV-Lampe. Sonst brauchst du nichts an Equipment. Ich habe jetzt, da ich vorhabe, den Geist dann noch zu erkennen, habe ich mein Thermometer dabei, die Taschenlampe und einfach, weil ich es kann, ein Feuerzeug. Wir finden uns eben in Point Hope. Ich habe jetzt Regen. Das könnte ein bisschen unvorteilhaft sein, aber ich glaube, Wetter ist egal. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Abmarsch. Aus der Community habe ich damals den Tipp bekommen, was heißt damals, gestern, den Tipp bekommen, dass ich zum Pool-Table gehen soll. Aber bevor ich da hochgehe, by the way, das hier zum Beispiel ist zu und das hier ist offen, aufgrund der Tatsache, dass es Verstecke sind. Ne? Hier ist zum Beispiel zu, das war bei mir beim letzten Mal offen. Das sind Verstecke, wo, also offizielle Verstecke, wo man sich verstecken kann. Und ja, sehr, sehr cool, sehr, sehr nice, denn mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass es genau andersrum offen war. Sprich, die Dusche war offen, aber dafür der Schrank nicht. Und eigentlich sehr, sehr cool an der Stelle. So, ich muss jetzt erstmal nach oben. Ich sollte vielleicht den Breakout machen, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Und das ist jetzt auch erstmal egal. Also, wobei, wir machen erstmal den Breakout. Danach müssen wir in den Raum mit dem Pool-Table. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass der hier irgendwo an der Wand ist. An der Runde, in der ich das Rätsel gemacht habe, war der bei mir am Pool-Table. Nee, eine Ebene drunter sogar an der Wand. Ja, in dem Fall habe ich Glück und er ist wieder gefasst ganz oben. Yay, ich freue mich. Aber während wir das Rätsel machen, kann es sich temperieren und das ist super. Wir sind beide auf Profi unterwegs, ne? Relativ entspannt, denn ich weiß nicht, wie viel Zeit ich benötige für dieses Rätsel. Aber ja. So, also, Pool Table. Und mir wurden zwei Tipps gegeben. Einmal Pool Table, einmal Bilder. Ladies and Gentlemen, das hier ist ein Spoiler-Video im Grunde. Ich zeige euch, wie dieses Rätsel funktioniert, von vorne bis hinten. Wenn ihr also nicht wollt, dass ich euch alles spoiler, dann einfach pausieren an dem Stück oder an dem Schritt und dann erstmal selber versuchen. Aber jetzt gibt es die Auflösung mit dem Pool Table. Schritt 1. Also, Pool Table und diese Bilder. Wir haben hier drei Bilder: grün, blau und rot, beziehungsweise orange, glaube ich. Und hier haben wir ein Pool Table. Mir wurde gesagt, ich muss sie alle in das Löchlein hier drüben reinwerfen, aber im Grunde ist es egal. So, also wir starten mit grün. Abmarsch in dein Löchlein. Das schläft mir ja ein. Gut, ich sollte vielleicht nicht so weit wegwerfen. So. Also, soweit ich weiß, ist es egal, in welche Löcher. Wir nehmen jetzt das hier. Und orange noch. Und man hört einen Sound. Dieser Sound ist interessant oder relevant, denn ihr seht das hier drin, hier ist ein Schlüssel. Den kann ich mitnehmen. Und dafür... Jetzt heißt es ab nach oben. Diesen Schritt hatte ich tatsächlich damit auch noch herausgefunden, beziehungsweise wo ich damit hingehen muss. Für den nächsten Schritt habe ich 45 Minuten gesucht. Dachte mir super. Aber auf jeden Fall schon mal danke für den Tipp mit dem Pool-Table. Ich bin dabei auch die Kommentare durchgegangen bezüglich dieser Map und ja, gemischte Gefühle. Zum einen sind die Treppen für den einen oder anderen zu laut. Zum anderen... Muss ich noch weiter hoch? Ich glaube schon. Ja, ich muss noch her. Aber ne, zum einen sind die Treppen zu laut. Wobei man sagen muss, ist halt eine Metalltreppe. Das ist, denke ich mal, relativ normal. By the way, das hier hatte ich auch noch gefunden. Und zwar relativ schnell. Und hier brauchen wir ein Zahnrad. Und für dieses verdammte Zahnrad habe ich 45 Minuten gesucht. Dachte ich mir, super. Denn das Zahnrad ist hier. Ich habe es ums Verrecken nicht gefunden. Ich habe jedes andere Zahnrad ausprobiert. By the way, mein Thermometer will ich eigentlich nicht verlieren. Na egal. Jetzt ist es schon zu spät. So. Dieses Zahnrad muss man hier einsetzen. Upp. Unter welche? Okay. Diese Uhr. Hört es. Zwei. Drei. Blinkt dreimal auf. Für den Schritt, da bin ich gar nicht drauf gekommen, wie es weitergeht. Habe ich, muss ich an der Stelle sagen. Habe ich mir einen Tipp geben lassen. So, denn jetzt müssen wir ganz nach unten. By the way, der Breaker ist hoffentlich noch an. Jawohl. Früher oder später werden wir hier irgendwo Freezing-Atem bekommen. Wobei man sagen muss, ich gehe gar nicht in die Räume rein. Wir können ja hier zumindest mal in die oberen Räume so ein bisschen reinschauen. Aber ich muss sagen, um zurückzukommen bezüglich der Sounds, ja, die Treppe ist laut, aber es ist eine Eisentreppe. Aber es gibt hier allgemein viele Sounds, die ich sehr, sehr cool finde, die ich sehr schön finde. Sehr passend finde vor allem. Wir können jetzt mal hier eine Ebene nach unten gehen. Und das hier.
dieser Sound, wenn wir über die Glasscheiben. Ich mag's einfach. Schön überlegt. Mir wurde gesagt, diese Wurst sieht aus wie Kacke. Jetzt, wenn ich es genauer anschaue, definitiv. Und das Ei gefällt mir jetzt auch nicht mehr. So, Atmerschacht draußen und mir ist aufgefallen, hier unten ist es bis jetzt am kühlsten. Aber es ist nicht so dramatisch. So, Atmerschacht draußen und hier haben wir diese Glocke. Diese Glocke müssen wir, das Licht ging dreimal an, also müssen wir die Glocke auch dreimal läuten. Und wir haben einen Soundkern in diese Richtung, aber wir sehen nichts. Abmarsch nach oben. Das ist das Nervigste, weil jetzt ist das Licht auch wieder durchgängig an. Und ja, wie gesagt, ab dem Moment mit der Glocke habe ich mir einfach dann Tipps geben lassen, wie es weitergeht. Schau mal, ich habe wieder einen Sound gehört und ich finde, es ist sehr plausibel, dass er hier ist. Finde ich zumindest sehr, sehr gut. Deswegen lasse ich mal mein Equipment hier. Und hey, ich darf wieder den ganzen Weg nach oben laufen. Wie gesagt, ist nicht ganz so spannend. Aber ja, manche haben auch gesagt, dass sie die Map sehr, sehr mögen. 9 von 10. Und das kann ich auch so unterstreichen. Ich würde vielleicht nicht 9 sagen, ich würde 8 sagen. Na, da man hier auf jeden Fall jetzt mal das Geisterjagen ein bisschen neu lernen muss oder ein bisschen anders lernen muss. Denn ja, ich denke zum Beispiel an sowas wie Zoom-Effekt von Jin. Könnte nervig werden. Ich denke an Raichu an. Raichu sage ich schon. Revy, aktiv räuchern. Viel Spaß mit so einem Hyperspeed. Mai Ling, ja, die auf Distanz leiser wird. Sowas finde ich zum Beispiel hier ein bisschen schwieriger an dieser Map. So, jetzt sind wir hier oben und jetzt müssen wir diesen Ort suchen. Und ihr seht es hier, hier leuchtet es und vielleicht könnt ihr es selber erkennen, da steht UV. Also UV-Licht, ne? Ist ganz geil, wenn man die Taschenlampe in der Hand hat, hier hinter mir UV. Und mit dieser Lampe, hallo, gehst du an, dankeschön, müssen wir jetzt hier reinleuchten. Ich warte einfach, bis jetzt wieder seine Runde gedreht hat. Ich hoffe, der Geist jagt mich. Aber wir müssen hier zentral von vorne reinleuchten. Und ladies and gentlemen, es beginnt. Schaut es euch an. Das ist ein kleines Easter Egg und wir haben sogar den Sound hier. Blubberbläschen. Das ist minimal creepy. Ich habe mir das noch nie bis zum Ende angeschaut. Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert, wenn wir hier mal eine Runde gedreht haben, aber ich finde dieses Sounds mega. Ich frage mich nur, warum hier überall diese Dinger sind. Keine Ahnung. Ne? Tote Geister, mehr oder weniger. Das gefällt mir. So, jetzt sind wir einmal rum. Das war's dann auch schon. Dankeschön dafür. Jetzt wird der Geist gejagt. Sehr cooles Easter Egg und ja, finde ich sehr, sehr schön. Wie gesagt, diesen Schritt hatte ich selber noch nicht gemacht, da mir auch in die Kommentare geschrieben worden ist, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es in den Kommentaren stand oder über Discord, dass man scheinbar auch auf eine gewisse Art und Weise eine bestimmte ID-Card kriegen kann. Und sollte es der Fall sein, wollte ich das mit euch hier im Video machen, beziehungsweise bekommen. Deswegen habe ich diesen letzten Schritt noch nicht gemacht, aber es hat sich gelohnt. Das ist cool. Dieses Hoch- und Runterrennen ist ein bisschen nervig, ne? Also da vielleicht dann im Koop spielen, damit einer schon unten an der Glocke wartet, während der andere oben ist. Würde sich empfehlen. Durchaus. Aber sonst, hey, ich bin happy. So, und jetzt sind wir wieder ganz unten, denn hier ist unser Geisterraum. Natürlich super, dass wir jetzt endlich mal hier unten scheinbar den Geisterraum haben. Und dann hier in der Weltgeschichte rumlaufen dürfen. Ja, die ganze Zeit hoch, runter, das ist der Wahnsinn. By the way, es ist sehr, sehr cool, dass man jetzt hier einfach gedrückt halten kann. Was auch immer das für ein Geräusch war, das gefällt mir gar nicht. Okay, jetzt weiß ich, was das für ein Geräusch war, jetzt gefällt es mir wieder. So, Abmarsch nach draußen und jetzt erstmal die Sanity anschauen. Ich bin extra auf Profi unterwegs, damit meine Sanity ein bisschen aushält. Habe auch hier und da mal ein Licht angemacht. Nee, ist klar. Da ist jemand motiviert und das hier könnte ein Vierer sein. Ein Fünfer sein. Deswegen wird er eingetragen. 48%. Ja moin, das gefällt mir gar nicht. Wieso ist mein Name lila? Ich habe den eigentlich auf schwarz gemacht. Finde ich gemein. So, aber ich nehme jetzt erstmal Sanity Pen. Denn das hier ist sehr, sehr interessant. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Was auch sehr interessant ist, hier fängt ein Zweier an. Hier am Ende endet ein Zweier. Und das finde ich ein bisschen paradox, denn na, in jeder Aktion hält 20 Sekunden. Also die Aktion, die hier anfängt, endet hier. Was bedeutet, dieser Zweier müsste hier enden. Also irgendwo müsste auch noch dieser Dreier sein, der endet.
Das finde ich gerade ein bisschen paradox. Ah nee, das, dieser Dreier ist der Vierer, der hier dann endet. Und dann müsste hier oben noch ein Zweier sein, der hier endet. Ja, also es geht eigentlich auf 11, 14. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. So, aber bis jetzt wissen wir noch sonst noch gar nichts. Yay. Aber ich freue mich jetzt gleich schon, wenn ich da mit dem EMF reingehe. Also nochmal mit dem EMF schaue. Wovon haben wir drin? Was mir jetzt gar nicht. Wir nehmen Cruzi mit, einfach weil wir es können. Nein, wenn ich da jetzt gleich das EMF habe, er soll ja einen bestimmten Sound haben. Oder einen anderen Sound haben. Ja, vor allem der EMF. Wenn der Geist EMF 5 gibt. Und sollte es wirklich jetzt ein EMF 5 gewesen sein? Sollten wir diesen Sound zu hören bekommen? Ach ja, ich hätte vielleicht mein EMF mitnehmen sollen. Haha. Egal, ich bringe noch ein zweites Cruzi mit rein. So, einmal hier und... Ach komm. Ich finde das schön platziert. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass er nicht ins Salz treten wird, damit wir noch schnell das EMF holen können. Denn ich will diesen Sound hören. Ich habe ganz vergessen, dass ich am ersten Run die UFO-Lampe mitgenommen habe, nicht das EMF. Und ich habe so einen Van auch nicht gesehen, auch nicht drauf geachtet. Das war natürlich genius. So. Aber, bup und bup, nicht wundern, bei mir geht gerade die Sonne auf. Deswegen habe ich gerade geschaut, aber diesmal habe ich vorausschauend gehandelt und habe meine Jalousien zugemacht. Deswegen sollte eigentlich alles mit dem Bild in Ordnung sein. So, bist du da reingesteppt? Nein, ich mag dich. Ich finde dich sympathisch. Bist du noch hier? Dementsprechend finde ich dich nicht mehr sympathisch. Aber doch, das sieht noch sehr gut aus. Bist du vielleicht ein Gespenst? Weiß ich jetzt nicht. Aber schaut es euch an, wie hier die Temperatur tickt. Es ist schön, ne? Diese Extremschwankungen, die man vorhin hatte, sind nicht mehr da. Also es wurde ein bisschen vermindert. Und man kann einfach gedrückt halten und es bewegt sich. Das ist schön. So, ne? Gespenst haben wir noch mit drin. Was bräuchten wir für ein Gespenst? Orks und Dots. Weiß ich jetzt nicht. Na gut. Nehmen wir sowieso keine Wahl. Und vielleicht habe ich gleich Glück und sehe hier auf dem Board ein EMF5. Kann reinspurten und höre den Sound. Einfach mal um zu schauen, ob es wirklich ein spezieller Sound ist oder halt einfach nur... Okay. Das hier ist ein EMF 5. Danke dafür. Danke dafür. Aber ihr habt das gesehen, auf dem Gerät war es nur ein Zweier oder ein Dreier. Das ist sehr, sehr interessant. Trotzdem ist das da ein EMF 5, was man eintragen kann. Das ist ein bisschen seltsam, aber mein Gott. Ach ja, warte, wir bräuchten ja die Dots. Ja, komm. Schau mal. Schau mal. Ich finde gerade Gespenst plausibel. Er ist ja irgendwo in diesem Bereich aktiv und er wandert ja auch. Und bis jetzt noch nicht ins Salz getreten. Wäre es natürlich super, wenn wir jetzt hier reinkommen und das Salz ist nicht getreten, aber... das Salz ist... Er ist ins Salz getreten, das würde ich sagen. Hör auf mit dem Licht zu spielen, das macht man nicht. Ich kann mich schauen, wie meine Eltern damals, als ich jünger war. So. Aha. Nein, es war motiviert, aber nicht motiviert genug. So, und ihr werdet jetzt erstmal gestoppt. By the way, er spielt oft mit der Tür, deswegen würde ich sagen, ich packe die hier hin. So, und jetzt schein mich mal genau an. Na, das ist doch perfekt. Besser geht's doch fast gar nicht. Hast du gerade Killing gesagt? Finde ich jetzt nicht schön. By the way, ihr könnt theoretisch so lange wie ihr wollt mit der Box reden. Mit der Box, also wenn der Geist antwortet, abgesehen vom Büro. Das Ding droppt euer Sanity nicht oder sonstiges. Der einzige Nachteil müsste im kompletten Dunkeln sein. Das ist natürlich dann von Nachteil, wenn ihr die Box verwendet. So, aber Box haben wir und ich finde, es geht in eine schöne Richtung. Es würde mich jetzt natürlich umbringen, wenn hier irgendwo eine Patchnote stand, dass man EMF5 nicht mehr ablesen kann. Das wäre... Holla! Hast du einen Schaden? Also erstens, hat sie gerade angefangen. Zweitens, ist sie dann auf mich zugegangen? Hast du einen Schaden? Alter, ich hätte einen Herzinfarkt kriegen können. Ich bin auch der Meinung, ich hätte einen bekommen. Ja, jetzt krabbelt sie auch noch schräg über mich drüber. Okay, das hier ist dieser Sound. Na, ihr hört es, einfach so ein Piepen. Das ist EMF5. Und jetzt gehe ich hier mal weg. Ich hoffe, sie wird gleich wieder mit der Tür spielen. By the way, wir haben jetzt hier alle Beweise. Wir haben ein Gespenst. Dieses Piepen ist ein bisschen seltsam. Aber dann weiß man zumindest, okay, bei diesem Piepen hat man EMF5. Und jetzt warte ich noch auf hier irgendeine Aktion. Sodass wir nochmal den anderen Sound hören, den das... Bitte EMF2 oder 3, wenn es geht, gell?
Ja, das ist jetzt nur ein bisschen verwirrend, wenn man beides hört. Ich wollte jetzt nur einen dieser Sounds haben, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So ein Piep, so ein Piepen hat man bei mir 5 und bei den anderen hat man das so ein. Im Grunde den Sound wie vorher, nur ein bisschen dumpfer. Nicht ganz so hoch, nicht ganz so nervig. Das Event war bei der Welt auch sehr böse, danke dafür. So, Gespenst ist eingetragen. Wie schaut's aus? Wollen wir, holla, auf eine perfekte Runde gehen? Ach, wir haben nervige Quests, das wäre mein Tod. Egal. Einfach nur, damit wir das hier ausnutzen können. Wobei, ich will nicht auf eine perfekte Runde gehen. Ich weiß, wo der Knochen ist, aber viel Spaß, sie alle Fotos zusammenzubekommen. Ich werde es jetzt noch einmal räuchern, einfach weil sie es verdient hat und damit ich den Sound so ein bisschen raushöre. Und ich werde das Parabol mitnehmen, damit ich mal schauen kann, wie es aussieht, wie auf dem Parabol, wenn es oben oder unter euch ist. Aber sonst könnt ihr mich mal. So. Ich hoffe, das hat sie jetzt nicht gehört. Mit dem kann sie mich mal. So. Ich gehe jetzt einfach nach oben. Und wenn sie kommt, räuchern und da hinten in den Schrank rein. Zweiter Plan. Wann dann nochmal dort? Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. So. Und jetzt hoffe ich, dass wenn ich jetzt hier stehe, mal abgesehen davon, dass ich die sehen sollte, wenn sie hier hochkommt, für jeden Fall, dass sie jagt. Aber vielleicht habe ich Glück und ich kriege hier... Aha, ihr seht diesen kleinen Pfeil da. Das bedeutet, unter uns wurde Kruzi geknuspert. Danke dafür. Wir könnten das halt wirklich machen. Das freut mir gerade gar nicht. Ja, sie soll noch ein zweites Mal knuspern, dann haben wir die 25% auch hinter uns. In der Zeit haben wir vielleicht auch das Parabol, da haben wir alle Nebenquests, dann können wir gemütlich räuchern, Abmasche in den Schrank und dann ist Schicht im Schacht. Wie gesagt, früher oder später wird es hier auch mal so eine Du-bist-dran-Challenge geben, Ladies and Gentlemen, aber das dauert noch. Ne? Einfach, weil es ein bisschen schwieriger ist hier mit den ganzen Sounds. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. By the way, Ladies and Gentlemen, auf jeden Fall, dass euch dann heute noch nicht genug Phasmo war. Heute Abend oder jeden Freitag 21 Uhr auf Twitch live mit unter anderem Phasmo und ich denke jetzt aufgrund des Updates werden wir wahrscheinlich Phasmo zocken. Aber natürlich auch mit anderen Spielen wie Demonologies, Ghostwatchers, Ghost Hunters, Ghost Hunters kommt nicht, Mortuary Resistance, je nachdem worauf ihr Bock habt. Macht das Buch zu. Aha, sie ist keine Leseratte oder sie regt sich gerade darüber auf, dass sie keine neuen Bücher mehr hat. Aber um fair zu sein, wenn das jetzt hier so ein abgelegener Leuchtturm ist, vielleicht ist sie hier eingesperrt und deswegen, man weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich will es auch nicht erfahren. So, ich verstecke mich jetzt. Oh, hier haben wir Toast und Fischkäse. Oder ist es? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, geiles Frühstück. Und die Würste sehen wirklich ein bisschen aus wie Kacke. Eher Hundekot oder sowas, aber ich werde nicht genau darüber nachdenken. Brand Angry. Nein. Wer ist dein Freund? Ich will über sowas gar nicht nachdenken, ganz ehrlich. By the way, wir sind in der Hunting Range, deswegen kann ich jetzt hier auch im Licht bleiben und wir haben auch die Challenge abgeschlossen. Also die Nebenquest. Wir werden auf keine perfekte Runde gehen, denn das wäre nervig, aber... Ja, für mich heißt jetzt hier warten, bis es Fang spielen möchte. Habe ich gerade was flüstern gehört? Weiß es nicht. Hallo? Wir sagen, gibt einfach einen kurzen Cut für euch und dann sehen wir uns wieder, wenn sie in den Arsch beißen möchte. Gut, sie hat jetzt noch ein zweites Mal das Kruzi knuspert und wir wissen ja schon, wen wir haben. Da kommt sie nochmal vorbei. Ich würde sagen, ich räuchere sie jetzt einfach und wir düsen ab. Na, eine Jagd muss ich nicht unbedingt haben. Wenn wir noch oft genug haben, 50 Mal muss man dieses Haus hier abschließen, um die ID-Card zu bekommen. Und natürlich werde ich das hier machen, aber schauen wir mal. Nicht heute. Also doch, heute auch. Wir haben den Geist erkannt und ich glaube, wir müssen einfach nur den Geist richtig erkennen. Das war es dann auch schon. Aber was mich jetzt nämlich eher interessiert, ist die ID-Card. Angeblich soll man ja auch so eine ID-Card oder sowas bekommen. Schauen wir mal, ob das wirklich der Fall ist. Oder ob es da vielleicht noch eine andere Möglichkeit gibt. Ja, dass das, was in den Kommentaren erwähnt worden ist, bezogen auf eine ID-Card, dass das vielleicht was anderes ist. So, aber... Abgesehen davon haben wir eigentlich eine schöne Runde und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Und das hier ist die ID-Card Fährmann der Ertrunkenen. Okay, das finde ich sehr, sehr cool. In der Hinsicht habe ich mich zum Glück nicht spoilern lassen oder sowas. Und nein, ich will nicht dich, ich will dich haben. Oh, schaut euch diese Karte an, Ladies and Gentlemen. Oh, das freut mich. Fährmann der Ertrunkenen, sehr, sehr geil. Holt euch diese ID-Card aus. Auch ihr wisst, wie es zu tun ist. Ladies and Gentlemen, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.